Jetzt kommt noch mal auch eine schöne Sache, die finde ich wird oft unterschätzt und vergessen und ist relativ preisgünstig. Das ist die Dekoration mit Geschmack. Damit meine ich, dass man auf den Tischen ja nicht immer nur so kleine, also nicht immer nur Blumen stehen haben muss und es gibt ja auch alle möglichen anderen Accessoires wie irgendwie Konfetti oder so, sondern man kann ja auch einfach mal auf geschmackliche Dekoration setzen und damit meine ich, dass ihr zum Beispiel Süßigkeiten oder auch Früchte auf den Tisch verteilen könnt. Das sieht nämlich nicht nur schön aus, sondern wird die Gäste natürlich auch freuen, weil es lecker schmeckt. Da kann man ab und zu mal ein bisschen schnasseln und sich was Leckeres nehmen. Und ja, also da kann man zum Beispiel dann, ich meine das halt so, dass man zum Beispiel Macaron in den Farben eurer Dekoration auswählt. Zum Beispiel dann, wenn wir jetzt wieder bei diesen Rosatönen sind, dass ihr welche in Dunkelrosa habt, die vielleicht nach Himbeere schmecken und in Cremefarben, die nach Vanille schmecken. Und dann nochmal welche in Hellrosa, die nach Erdbeer schmecken und die verteilt ihr dann so auf dem Tisch so ein bisschen, vielleicht noch ein paar Blüten dazwischen verteilen aus den Blumengestecken oder sogar die Macarons zwischen die Blumen stecken beim Blumengesteck. Das sieht natürlich auch ganz toll aus und dann sieht das wirklich aus, als würden die das Blumengesteck noch ergänzen, als wären das quasi essbare Blüten. Muss man natürlich gucken, ob man das gewährleisten kann, dass die dann noch so gut schmecken, wenn die da jetzt irgendwie, die dürfen natürlich nicht feucht werden oder so, ne? Aber das wäre auf jeden Fall eine Option. Auch Marshmallows, wie gesagt, machen sich immer gut. Die gibt es nämlich in allen möglichen Farben und da kann man dann schön die Farben eben von der Dekoration aufgreifen. Cupcakes finde ich auch eine tolle Option. Sehen immer halt klasse aus und sehr dekorativ und eben Früchte der Saison. Wenn es zum Beispiel jetzt gerade Erdbeeren gibt im Sommer oder Himbeeren, dann könnt ihr kleine Glasplateaus oder Porzellanplateaus auf die Tische stellen oder vielleicht auch eine Etagere und das da drauf platzieren. Dann können sich eure Gäste immer mal bedienen. Und es sieht gleichzeitig eben toll aus. Im Winter passen dann auch immer sehr gut Zuckerstangen oder so kandierte rote Äpfel. Ja, genau. Und das sieht ganz schön aus. Erweitert dann die restliche Dekoration. Und ja, und ihr beweist dann im doppelten Sinne guten Geschmack. Und genau, das war's jetzt zu dem Thema Dekoration mit Geschmack. Jetzt gehen wir gleich weiter wieder zum nächsten Thema. Da geht es jetzt um die sonstigen Accessoires, die wir auf den Tischen verteilen können. Da gibt es natürlich dann die servierten Ringe, die Servierten, die Tischläufer, die Windlichter, die Kerzenleuchter, die dann eben auf den Tischen stehen. Da kann man eben immer wieder den Hochzeitsstil und auch die Farben des Farbschemas der Dekoration aufgreifen und sich da verwirklichen. Ich finde vor allem immer wichtig, dass man auf den Tischen irgendeine Art von einer gemütlichen Lichtquelle hat, also so eine Feuerlichtquelle, wie zum Beispiel eben, dass man einen Kerzenleuchter da hat, vielleicht bei einer schicken, modernen Hochzeit oder bei einer klassischen Hochzeit oder aber, dass man Windlichter auf die Tische stellt, wie bei einer Vintage- oder Boho-Hochzeit vielleicht dann auch schön aussieht. Genau, wie gesagt, man kann auch das Ganze so ein bisschen rustikaler gestalten und da so Flaschen für nehmen. Aber Hauptsache, man hat diese gemütlichen Lichtquellen auf den Tischen. Dadurch hat man nämlich dann diesen gemütlichen, eben eine gemütliche Lichtquelle, die auch dekorativ aussieht und auch so einen warmen Glanz in der Location. Ich meinte ja eben schon, für die Vintage- und Boho-Hochzeit sind immer ganz schön diese rustikalen Birkenstämmchen, wo man eine Kerze oder ein Teelicht reinstellen kann. Da ist da extra so ein kleiner Platz oder Hohlraum eingestanzt. Und man kann auch zum Beispiel mit Sand oder Kieseln arbeiten. Es gibt auch Konfetti zum Beispiel dann in Herzform, in Rosa oder Rot. Oder auch zum Beispiel so kleine Holzherzchen, die auch aus Birkenrinde gemacht sind oder aus irgendwelchen anderen Holzteilen. Das sieht auch immer ganz schön aus. Wenn eure Location euch zum Beispiel nur weiße Tischdecken anbietet und ihr findet das ein bisschen zu langweilig, dann könnt ihr natürlich aus zum Beispiel Organza ganz schnell und einfach selber noch so Tischüberwürfe erstellen. Da könnt ihr dann auch in der Farbwahl ganz euch an euer Farbschema eben, an eurem Farbschema orientieren und die eben, wie gesagt, selbst erstellen. Was auch immer toll ist, ist Filz. Aus Filz kann man super gut Untersetzer für zum Beispiel Gläser oder auch so Sets, die man unter die Teller stellen kann, schneiden. Also das schneidet man wirklich dann mit so einer Filzschere, mit so einer dickeren Schere in den Filz rein. Da kann man dann eine runde Form ausschneiden, die unter dem Teller platziert wird oder eine runde Form, die unter den Gläsern platziert wird.
Oder aber auch einfach so Formen ausschneiden, zum Beispiel an Weihnachten irgendwie Sterne da aus Filz ausschneiden. Die kann man auch immer schön auf den Tischen verteilen. Sieht toll aus, ist sehr dekorativ und natürlich preisgünstiger, als wenn man jetzt was kauft. Und man kann auch sagen, ich habe was selbst gemacht von der Dekoration. Das kommt auch immer gut. Ich habe es auch schon einmal erwähnt, wunderbar lassen sich auch immer die Naturerzeugnisse einbauen, die es zu der Jahreszeit gibt. Und auch generell kann man vielleicht, wenn man in verschiedenen Jahreszeiten feiert, auf die Jahreszeit irgendwo bei der Dekoration eingehen, bei der Tischdekoration. Im Frühling eignet sich natürlich wunderbar, wenn das so um Ostern rum ist, wenn ihr dann da vielleicht so ein kleines Porzellanhäschen noch auf den Tisch stellt, Strohnester, die ihr vielleicht mit selbst bemalten Ostereiern befüllt, ganz toll. Eignen sich diese bemalten Ostereier auch als Platzkartenalternative. Dann könnt ihr nämlich auf dem Osterei den Namen des Gastes schreiben und schon habt ihr eine tolle Dekoration und auch gleichzeitig so einen Platzanweiser geschaffen. Man kann auch immer ganz super, im Frühling gibt es oft diese Lichterketten, so Mini-Lichterketten, die dann so Schmetterlingsmotive oder sowas haben. Ansonsten gehen auch immer gut dann eben Krokusse, Narzissen, Märzbecher und Moos zum Beispiel kann man schön verwenden. Genau. Im Sommer, wie gesagt, Früchte machen sich gut. Da kann man dann die Früchte der Saison schön auf einem Plateau oder in einem anderen Gefäß präsentieren. Und ganz schön sehen auch immer aus getrocknete Zitronen- und Orangenscheiben. Die kann man ja ganz selber eben schneiden und dann trocknen lassen. Eine Zeit lang und dann sieht das immer sehr, sehr hübsch aus, wenn man die auf den Tischen verteilt. Ansonsten, wenn man es ein bisschen verrückter auch mag, kann man auch wirklich Sonnenbrillen vielleicht, also so ein bisschen Sand auf dem Tisch verteilen, ein paar Sonnenbrillen auf jedem Tisch oder so. Es gibt ja diese kleinen Sonnenschirmchen, die auch in so einem Cocktail drin stehen. Die kann man dann vielleicht in diesen Sand so reinstecken, wenn man so ein bisschen so eine Motto-Hochzeit erzeugen möchte. Vielleicht auch mit maritimem Stil kann man eben, wie gesagt, auch mit Sand arbeiten. Da vielleicht auch ein paar Muscheln noch verteilen und vielleicht die Windlichter dann mit Wasser befüllen, da eine Wasserkerze reinstellen und vielleicht noch ein kleines Pappschiffchen oder so. Also auf jeden Fall, man kann alles irgendwie machen. Was auch immer schön ist, ist so Äpfel auszuhüllen und da ein kleines Teelicht reinzustellen oder eben einfach Blütenblätter auf dem Tisch zu verteilen. Das wollte ich sowieso nochmal loswerden. Man muss ja nicht immer riesige Blumengestecke und Blumensträuße auf die Tische stellen. Es reicht ja auch mal aus, wenn man einfach geschickt so ein paar blumige Akzente setzt und einfach mal nur ein paar Blumenblätter verteilt auf den Tischen. Kann ja auch sehr schön und romantisch aussehen. Ja, genau. Und beim Herbst, da hatte ich auch schon mal was zu gesagt, eignen sich natürlich die Eicheln, Nüsse, Kastanien, getrocknete Blätter und natürlich ausgehöhlte Kürbisse, in die man dann auch mal ein schönes Herz reinschnitzen kann oder die Initialien eurer Namen, die dann auch noch eine gemütliche Lichtquelle gleichzeitig darstellen. Man kann auch mit Moos arbeiten, da irgendwie die Windlichter drauf verteilen. Und genau. Und im Winter sind dann schön diese Weihnachtsaccessoires toll, so Weihnachtsbaumschmuck wie diese Weihnachtsbaumkugeln eben, Kunstschnee, Kunsteiszapfen, da gibt es ja alles, Kunstschneeflocken, die dann so weiß sind und glitzern, Distelzweige, natürlich der Mistelzweig darf auch nicht fehlen, Tannenlaub irgendwie. Kann man immer einsetzen, Zimtstangen, Zimtsterne, kandierte Äpfel, genau, und Kekse, wenn man selber gebacken hat, dann kann man die auch gut da auf den Tischen platzieren oder Lebkuchen, Gebäck. Also wie gesagt, immer da vielleicht auf die Jahreszeiten eingehen, ist auf jeden Fall eine gute Idee und oft auch preisgünstiger, als jetzt in die Läden zu gehen, weil man viel auch selber machen kann oder sich selbst irgendwie in der Natur beschaffen kann. Na, hat dir das Video gut gefallen? Dann habe ich jetzt eine Möglichkeit für dich, wie du noch viel mehr Hochzeitsplanungswissen und zwar in geballter Form bekommen kannst. Und zwar in meinem Buch von Braut zu Braut, das ich extra geschrieben habe, um Bräuten oder auch Bräutigammen dabei zu helfen, ihre Hochzeit selbst zu planen, ohne dass sie einen teuren Hochzeitsplaner engagieren müssen. Da drin ist mein gesamtes Wissen, was ich mir als Hochzeitsplanerin angeeignet habe und auch bei der Planung meiner eigenen Hochzeit, was ich da gelernt habe. Und ich denke, das Buch wird dir sehr weiterhelfen. Damit ersparst du dir auf jeden Fall viele Fehler zu machen. Du sparst Geld, weil ich habe hier auch Spartipps drin. Du findest viele Hochzeitsinspirationen, viele Bilder, auch von meiner Hochzeit, von anderen Hochzeiten und Dekorationsinspirationen.
Und deswegen, den Link findest du übrigens immer unter jedem Video. Ansonsten komm doch gerne auch mal bei Instagram vorbei. Da poste ich auch jeden Tag Bilder, ganz viele schöne Hochzeitsinspirationen, Brautkleider, Dekoration, Brautschuhe, Schmuck, alles, was das Herz begehrt. Und ja, ich wünsche dir einfach noch eine schöne Zeit und würde mich sehr freuen, dich bald bei Instagram begrüßen zu können oder wenn du dir mein Buch holst. Bis dann!